Ich bin mit Ronnie Barnhart, einem der Wachmänner hier im Shopping Center. Ma'am, ich bin der Chef der Security. Sagen Sie es richtig. Also nochmal. Es war grauenvoll! Ich bin Detective Harrison von der Conway Police. Wir kriegen den Kerl, der das getan hat. Ha! Was? Es ist klar, dass dieser Perverse hier wieder auftaucht und Brandy ermorden wird. Oh mein Gott! Wird das wirklich passieren? Es wird passieren. Nein, es wird nicht passieren. Du wirst draufgehen. Brandy, du bist das Einzige im Shopping Center, das beschützenswert ist. Brandy, gibt es einen Mann in deinem Leben? Schnaps! Yeah! Das brennt so schön. Das wiederholen wir. Du bist so scharf. Ein Teil von mir denkt, dass dieser widerliche Perverse das Beste ist, was mir je passiert ist. Das ist meine Chance, groß rauszukommen. Was hat die Polizei bisher unternommen? Rein gar nichts. Ich bin jetzt verantwortlich. Dennis, du bist mein Stellvertreter. Johannes, ihr seid meine Infanterie. Wenn einer von euch stirbt, habe ich immer noch den anderen. Okay, klasse. Okay. Ich schwöre bei meiner Seele, dass ich den Kerl schnappe. ¿Qué pasa, Ramón? ¿Quiere hablar conmigo, pero no lo entiendo, no sé en inglés? Sí. Er war's. Und was hat er gesagt? Keine Ahnung, ich spreche kein Spanisch. Ma, denkst du, es lag an mir, dass Dad abgehauen ist? Definitiv. Ich glaube, dass für jeden Mann ein Weg vorgezeichnet ist. Das war echt ein bezaubernder Abend. Mein Weg ist der der Rechtschaffenheit. Hast du einen Minzbonbon? Ich nenn dich so. Ich wurde auserwählt, um der Beschützer zu sein. Bitte nicht den Taser, Mann! Auf dieser Welt ist kein Platz für einen weiteren Angsthasen. Was die Welt jetzt braucht, ist ein richtiger Held. Kein Grund mir zu danken, ich bin nur ein Kerl mit einer Knarre. Brr, brr, brr. Rot, rot. Brr.